Ja, pass auf, wenn du da hochkletterst, ne? Das ist hier nämlich ganz schön hoch. Aber das schaffst du schon. Oh, so hoch bist du. So, komm, wir wollen in den Wald noch ein bisschen. Ja. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Vlog. Wir sind hier ein bisschen im Wald am Spazieren. Richtig schön, gerade auch morgens. Man hat hier seine Ruhe. Da oben war gerade so ein kleiner Waldspielplatz. Ist auch immer nice. Und ja, am Anfang kommen wir jetzt auch direkt zu der Zuschauerfrage, weil dann haben wir das schon hinter uns. Und zwar, also pass auf, folgendermaßen, ja. Was du würdest, ist schon mal in meiner Welt vollkommen egal. Mich interessiert nur, was ich würde und was ich mache und was ich tue. Zweitens, was ich dir als Rat geben kann. Du musst so ein bisschen aus deiner Paranoia-Welt raus. Früher zum Beispiel, deine Eltern konnte man ganz normal im Telefonbuch finden mit Adresse. Daher mach dir mal nicht so einen Kopf und entspann mal die Schamlippen. Was ich am Wald so liebe, ne? Ich meine, wir sind hier jetzt noch auf dem Pfad, aber nachher so quer ein ist immer richtig, richtig nice. Aber da kommen wir jetzt auch zu einer Sache. Ich glaube, die ist für einige sehr interessant. David, was schleppst du eigentlich immer so mit dir rum? Zwecks Selbstverteidigung, dies, das und, hat man nicht gehört. Das kann ich euch jetzt einmal zeigen. Also besser gesagt, ich zeige euch eines der Dinge, die ich dabei habe. Ein Messer. Würden viele sagen so, oh krass, direkt ein Messer, David. Weiß, was du in der Tasche hast, benutzt du auch. Also zumindest erzähle ich das so meinen Schülern. Passt immer auf, was ihr mitnehmt, wenn nämlich eine Gefahrensituation entsteht, dann benutzt du das, was du bei hast. Und Messer richtet halt auch immer sehr viel Böses an. Aber, sondern das hat was damit zu tun, dass wir mal einen Vorfall hatten. Was bist du denn hier? Bist du Fritz? Nein, sie ist natürlich wieder ein T-Rex. Fritz Meinecke, Grüße gehen übrigens raus. Folgendes. Meine große Tochter, zwischen schon 14 ist, hatte damals in dem Alter von der Kleinen ein Erlebnis mit einem Hund. Und jetzt können wir mal gerne alle Schlaumeier sagen, was willst du tun, wenn ein Hund sich in dein Kind festbeißt? Glaubst du, deine reinen Finger reichen dafür? Wenn es sich richtig festbeißt, sei es jetzt ein Stein, ein Stock, was du so findest, und da knüppelst du darauf ein, dass ihn das dazu zwingt, loszulassen? Leute, das hier. Definitiv. Und wenn es um mein Kind geht, dann definitiv. Und zwar, meine Tochter war am Spiel. Auf einmal vom Weiten haben wir einen Bellen gehört. Wir natürlich sofort hoch. Ach du Scheiße. Und bevor wir uns versahen, so schnell waren wir gar nicht da, war der Hund auf meiner Tochter drauf. Zum Glück hat irgendwie der Besitzer es geschafft, ihn wegzureißen. Natürlich, das hat er noch nie gemacht. Ich verstehe das gar nicht. Bla, bla, bla. So, das Ding ist, an dem Tag hatte ich mein Messer nicht dabei. Es gehört jetzt bei mir so dazu, wie Schuhe anziehen. Weil wäre der am Hals dran gewesen und hätte der Halter jetzt nicht schnell genug irgendwas hätte machen können, hätte der Hund meine Tochter gebissen. Und wer weiß, ob nicht sogar tödlich. TKA, traue keinen anderen. Ich habe normalerweise schon immer, ich glaube seitdem ich, damals noch mit Butterfly und Springmesser, die ja heute laut BKA-Waffengesetz verboten sind, ich glaube seit dem Alter von 10 Jahren, damals aber am Butterfly und Springmesser immer dabei gehabt. Ich habe nie jemanden im Leben abgestochen. Boah, was hast du denn da? Ich habe so gewackelt und dann ist mir das runtergefallen. Das glaube ich nicht, der ist viel zu nass da oben, der ist trocken. Was mir jetzt nicht unbedingt hier dieses Gefühl von, oh, ich bin hier jetzt hart und ich bin hier Bergedorfer Hamburger Stecher oder so, das hat damit gar nichts zu tun. Das ist für mich eher ein Hilfsmittel. Hilfsmittel, falls ein Hund irgendwie versuchen sollte, meine Kinder anzugehen. Zweitens habe ich hier an dem Messer Gurtschneider und ich habe hier einen Glassprung dran. Das heißt auch gerade, wenn man angeschnallt ist, stell dir mal vor, man hat einen Unfall, man kommt nicht raus und man hängt am Gurt fest oder was auch immer, habe ich hier einen Gurtschneider und währenddessen, wenn ich jetzt hier haue, ist hier gleich der Glassprung mit rein. Bumm, ich habe die Scheibe durch, ich komme raus. Ein Tool für mich, ein Messer immer dabei, und wenn wir uns das mal ganz gründlich überlegen, damals gleich mal sehen. Und wenn wir uns das mal ganz gründlich überlegen, damals auch gar nicht weit ab, denn schon die Steinzeitmenschen, die früheren Indianer oder wer auch immer, ja. Jeder Ureinwohner hatte definitiv ein Speer, ein Messer oder sonstiges dabei. Aber das sind natürlich nicht die einzigen Gadgets, die ich dabei habe, die ich immer in meinen Taschen habe. Eine davon zeige ich euch jetzt noch. Tactical Lamp, okay? Sogar mit Stroboskop-Effekt. Lampe auf Tasch ist besser als Hasch. Ist eine Lampe dabei, gerade wenn es dunkel wird oder auch wenn es ein Angreifer ist. So geil, damit blenden. Das ist der Beauty vom Weiten. Sichteinschränkung. Ich bin auch auf TikTok unterwegs und da habe ich letztens ein Video gesehen. Kleines Mädchen am Spielen, müsst ihr euch vorstellen. Und dann ist da ein Rottweiler die ganze Zeit. Allgemein sehr schöner Hund, sehr schönes Tier, wenn es vor allem auch einen guten Halter hat und gut erzogen worden ist. Das war da aber nicht der Fall. Der Hund hat durchgehend das kleine Kind dominiert auf diesem Video. Auch durchgehend gebellt, egal was sie gemacht hat, sie auch immer angestupst. Glaub mir, es dauert nicht lange und er beißt sie. Oh oh, hier ist überall Matsch. Wir müssen hier lang. Sonst sind wir hier gleich total im Matsch drin. Als ich das Video gesehen habe, ganz krass, habe ich auch direkt runtergeschrieben, nicht lange und der Hund schnappt zu. Ihr könnt mir jetzt ja mal eure Meinung erzählen. Habt ihr einen Hund, seid ihr selber Hundehalter und was haltet ihr von dieser Rottweiler-Geschichte? Was hast du denn da? Stein? Willst du die mitnehmen? Ja. Also warum? Das war vor ein Haus. Für was? Vor ein Haus. Das war von einem Haus? Ja.
Wir kommen aus dem Wald raus und kommen hier auf eine Straße zurück. Zur Brücke, wollen wir noch zur großen Eisenbahnbrücke? Ja. Okay, dann gehen wir da auch noch hin. Jetzt sind wir hier auf der Brücke. Sophia, wie nennst du die Brücke? Wie heißt die? Die Wackelzugbrücke nennt sie die immer. Da in diesem Waldbereich waren wir gerade die ganze Zeit. Wir haben hier so die Naturseite. Und auf der Seite, wo man hinten sieht, die Häuser und so anfangen. Die fangen jetzt schon die Plattenbauten. Du Brücke, Ghetto. Den Zug? Ja, willst du den sehen? Und noch einer. Das war doch erstmal ein Fest für die Lokomotivführer hier im Keller. Hobbymodell Baumüll, Erde. Und das ist der Tunnel. Ab hier geht jetzt die Stadt los. Hier einmal durch und zack, wir sind in der Stadt. So schnell geht das. Tapetenwechsel im Bergedorf. Es ist laut, es sind viele Menschen am Start. Oh, das Gerichtsgebäude hier. Ganz schlechte Erinnerung. Niemals wieder. So, wir holen jetzt für die Kleine noch Puffercheese, denn die hat Hunger nach so viel Wald. Geh sie noch mal kurz. Puffercheese, kleine Stärkung. Okay, sie will doch keine Puffercheese. Was willst du? Pizza. Pizza. Also wird's jetzt eine Pizza. Hier, jetzt schön am Rand festhalten. Am Rand festhalten, am Rand. Da freut sie sich. Ich habe mir einen Debeziner mitgenommen. Oh mein Gott, wie eine Maus schon abgenagt. Zeig mal, wie viel hast du schon gegessen? Boah. Meine Güte. So, zu Hause ist auch immer am schönsten. Konnte unten gerade eben noch den Paketboten abfangen, denn hier immer Sponsoring. Ich glaube, das ist ein Sponsoring-Paket. Ich habe ja immer noch viele Kooperationspartner am Laufen. Schauen wir mal rein. Ich bin mir ja schon fast sicher, was es ist. Ha, das ist ja lieb. Kleine Specials und eine Gimmicks finde ich ja immer ganz cool. Hier haben wir eine Kopflampe. Die ist mega nice, auch gerade für mich als Tätowierer, unbefreit, ohne irgendwelche Stative aufzustellen. Schön tätowieren. Messer. O-Knife. Wie passend zum Vlog. Manchmal passt es alles wie die Faust aufs Auge. Hier auch so mit drei. Mega. Das mache ich ja so an OLED, dass die so eine mega geilen Verpackung immer aufhaben. Sogar mit geil. Sehr schön. Das fühlt sich hier schon fast an wie Weihnachten. Oh, sehr gut. Sehr schön. Schönes Gewicht. Mal reingucken hier. Boah, schöne, schöne Klinge. Schön scharf. Also, muss ganz ehrlich sagen. 3, 2, 1, gerne mal eins. Ah, guck mal, was ich hier noch entdeckt habe. Oh. Tja, also wenn das mal nicht ein geiles Goodie hierbei ist. Packen wir die Lampe hier noch auch noch aus. Wollen wir auch mal reingucken. Mega gut. Keine Batterien, einfach USB aufladen. Special Agent David hier heute oder was? Ah, okay, ich verstehe. Das Band hier führt hinten zum Akku. So sieht das Ganze denn aus? Und ihr seht hier, ich habe hier die Hände beide frei und kann hier arbeiten. Hier sogar eine verstellbare Möglichkeit. Ah, und soweit ich sehe, ist das hier hinten der Akkustand der Lampe. Man hat hier immer so bestimmte Leuchten, die jetzt leuchten. Das ist jetzt zum Beispiel die. Doppelklick, das jetzt die und die leuchtet. Wenn ich nochmal doppelklick, leuchtet halt die rote. Wir haben hier so drei verschiedene Birnen. Was aber das Geile ist, wir haben jede Birne, wenn wir lange drauf halten, hier noch die Möglichkeit, diese noch heller einzustellen und noch krasser einzustellen und dann wieder dunkel. Und das kann man mit jeder einzelnen machen. Ob das nur mit der ist in der Mitte, hier hoch, also man hat immer so drei Stufen. Die hat dann auch wiederum drei Stufen. Wobei die hier echt die krasseste ist, auch die größte. Natürlich aber hauptsächlich für meinen Hauptkanal. So, ich bin jetzt hier gerade am Schneiden. Und zwar den Clip, den ihr jetzt hier gerade seht. Meine Frage ist gerade, ich habe auch irgendwie wieder Bock, Reactions zu machen. Reaction auf Kampfkunst, nicht auf Kampfsport, auf Kampfkunst, das auf meinem Hauptkanal. Könnt ihr mal gerne schreiben, was ihr davon haltet. Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Wir sehen uns im nächsten Vlog wieder. Kommentieren, Daumen nach oben, alles, was ihr möchtet. Vielleicht habt ihr die Möglichkeit, im nächsten Vlog dran zu kommen. Haut rein, bis zum nächsten Mal.